Ja, hallo, liebe Freunde des gleißenden Geschmeides. Ich bin wieder euer Charlie, jetzt hier auf einer Mineralienexkursion ins Sauerland. Ja, wir besuchen heute zwei Steinbrüche und dann wollen wir mal gucken, dass wir was finden. Ich sage extra nicht, wo wir sammeln. Es ist im Sauerland und das muss jetzt erstmal reichen und dann schauen wir mal, was wir finden werden. Na, wirst du heute dicke Steine finden wieder? Oder nur Nierensteine? Solche, sicher dann. Nummer 3. Ja, das ist wichtig, die Enthaftungserklärungen. Ja, um in den Bruch zu kommen, müssen wir hier diesen Asma-Hügel runter. Und dann haben wir noch einiges zu wandern. Ja, das Klima in so einem Steinbruch, das ist ja wie in einer Wüste. Trocken. Ja, hier ist keine Feuchtigkeit in der Luft. Und ein Steinbruch hat immer ein kleines Mikroklima. Ja, was anders ist als andere. Ja, in diesem Werk werden Kalkstein abgebaut, wie man sieht. Schöner grauer Kalkstein für Schottergewinnung und Straßenbau etc. Ja, ich habe Funkgerät dabei, ich bin da mit dem Marco verbunden. Ja, weil hier funktioniert eh kein Handy im Steinbruch. Und dann hat man besser ein Funkgerät dabei, dann kann man sich da besser kommunizieren mit. Aber es wird ein Wahnsinnsmarsch, ich sehe das schon. Also 500, 600 Meter werden wir laufen müssen. Sehen wir mal. Oh, ist das hier eine Abkürzung? Nee. Naja. So, dann haben wir hier das erste Hauptwerk, was wir mal prospektieren. Ich sehe schon eine schöne Druse, die gehen wir mal dran. Ja, hier haben wir Kalzit, Mausezähnchen hier. Mal gucken, ob ich reinzoomen kann. Ja, ist doch schön. Ja, noch sind wir sehr am Suchen, aber außer Kalkspat, also Kalziten, bis jetzt noch nichts gefunden. Also mitnehmenswert ist er recht nicht. Aber wir sind ja noch nicht durch. Nur wir müssen uns beeilen. Wir haben für diesen Steinbruch nur 2 Stunden eingesetzt. Ja, dann müssen wir nach Warstein. Ja, hier haben wir hauptsächlich Kalzit. In so kleinen Klüftchen. Ist aber für mich sehr uninteressant. Ja, aber wie viel interessiert so mehr der Sphalerit und der Barit? Aber den habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Ja, das war das Material, was ich gesucht habe. Ja, aber ziemlich kleines Haufwerklein. Und hier sollte der Sphalerit sein, aber ja, gucken wir mal. Ja, also alles sehr kompakt. Und auch die Klüftchen sind zu schmal, als dass sich da irgendetwas was auskristallisieren kann. Muss man woanders gucken. Ja, hier haben wir eine Wand, quasi so ein Felsbrocken, der ist voll mit Kalzitkristallen. Allerdings alle kaputt gebrochen. Und hier ist wahrscheinlich die andere Hälfte davon. Ja, man kann ja mal vielleicht rein. Hübsch ist er ja. Ah, wird schon. Das ist
Da sind die Gämsen am Trüffeln da oben. Ja, hier, da haben wir eine schöne Stufe mit Quarzen. Die berühmten Subtropper, Typ Subtropper, haben wir hier vorne. Und habt dann zwei Stufen von geborgen. Die sind noch ein bisschen limonatisiert, aber ich denke, wenn man die behandelt hat, sehen die gut aus. So, hier finden wir Malachit. Ich versuche da mal ein Stück von abzuschlagen. Also ich habe nur drei Stufen zum Mitnehmen jetzt. Ich habe noch keine. Ja, dann sind wir erstmal hier fertig. Jetzt geht es zum Mittagessen. Und heute Nachmittag in den zweiten Steinbruch. Ja, dann führen wir nochmal hier runter. So zum Abschluss. Ja, bevor wir da hinten wieder die Asthma-Hügel rauf. Also hier sind wir auch schon die Asthma-Hügel rauf. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht's nach Warstein, dann wird erstmal Essen gefasst. Ja, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann fahren wir jetzt nach Warstein zum Essen fassen und ja, dann geht es noch in einen anderen Steinbruch. Glück auf erstmal. Bis gleich. Ja, eine Pause muss sein. Jetzt sind wir hier im Alten Landtag in Warstein. Und jetzt gibt es erstmal was zu futtern. Nee. Ja, wir waren jetzt hier im Alten Landtag. Und jetzt geht es wieder in einen anderen Steinbruch. Ja, dieser fahre ich vor. Bei Enkerbruch links abbiegen. Ja. So, hier müssen wir jetzt reinfahren. Zack, zack, die Waldfee. Nach 800 Metern links ab. Ja, man hat uns da hinten den Steinbruch aufgeschlossen, damit wir da rein können. Und das wird bestimmt auch interessant hier in Warstein. So, da stehen sie alle in Reihe und Glied. Und jetzt mache ich noch ein Foto. Ja, Leute, es fängt auch noch an zu regnen. Regen. So, dann wollen wir hier mal gucken, ob hier was zu finden ist. Ja, hier sind auf jeden Fall ein paar Störungszonen drin und das Material sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ja Leute, ich steige nicht mehr aus, es ist am Regnen wie Hulle
Und ja, was haben wir gefunden? Das war sehr bescheiden. Viele haben lediglich Belegstufen. Ich habe 2 Stufen mitgenommen mit Doppelenderquarzen. Ja, die ich meiner Meinung nach auch, sagen wir mal, was repräsentieren. Und was habe ich noch gefunden? Eine kleine Stufe mit Malachit. Ja, dann sage ich viel Vergnügen mit diesem Film. Und ich hoffe, beim nächsten Film kann ich mehr Mineralien zeigen und wir haben wieder richtig gut Glück auf. Also, Tschüssikowski!